Hallo, willkommen beim VH Golf. Ich bin in Stellenbosch heute. Ich habe einen neuen Driver gekauft. Ich habe neuen Holz, Eisen, Berg, Wedge, Putte gekauft, weil ich Schläge für Südafrika brauche, wenn ich hier bin. Und ich habe ein Video darüber gemacht, was die wichtigen Faktoren sind beim Kauf von Zweitehandschlägern oder von neuen Schlägern. Was ist mit dem Fitting etc. Falls du dieses Video sehen möchtest, dann schau mal auf Golfen mit Freude, meinen anderen Kanal, und da werde ich dir ein paar Tipps geben. Und ich spiele auch auf Milton Golf Club. Atemberaubende Hintergründe. Schau es dir an. Den Link findest du natürlich unter dem Video. So, ich habe entschieden, einen 9 Grad Driver zu kaufen, einen wunderschönen Titleist TSR3. Der ist in so gutem Zustand. Er hat den perfekten Schaft für mich und ich habe auch einen super Preis dafür bezahlt. Meine zwei Driving in Deutschland haben etwas mehr Loft, halbe Grad. Und das hat sich sehr schnell bemerkbar gemacht, dass meine Bälle flach geflogen sind. So, ich musste ein paar Änderungen machen, um den Ball in die Luft zu bekommen, dass mein Carry-Entfernung ordentlich bleibt. Und ich denke, das ist auch wichtig für dich, falls du in Europa überwinterst. Man möchte, dass die Bälle weiter fliegen. Der Ball wird wahrscheinlich, wenn es matschig ist, schnell liegen bleiben. So, jetzt werde ich dir kurz zeigen, was du tun kannst, um den Ball höher zu bekommen mit deinem Driver, damit du lange Carry hast, wie die Profis es zurzeit tun. Den wichtigsten Tipp sage ich dir zum Schluss. Ich möchte sehen, ob du in der Zwischenzeit sehen kannst, was genau dieser Tipp ist. Ich werde es aber noch nicht sagen. Okay, so, natürlich möchte man den Ball etwas in der Aufwärtsbewegung treffen. Um das zu tun, gibt es einen ganz tollen Trick. Steh einfach bereite. Schaue, was passiert, wenn ich das tue. Schau jetzt, wo mein Schulter jetzt ist. Ich übertreibe. Und wo ist mein Schulter jetzt? Mein Schulter sitzt wesentlich tiefer. So, das wäre in Ordnung. Die sind jetzt breiter als Schulterbreite. Und jetzt automatisch, wenn ich neutral schwinge und auf der Ebene bleibe, werde ich diesen Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Den Ball in der Aufwärtsbewegung zu treffen ist vor allem wichtig, wenn die Schlägerkopfgeschwindigkeit etwas fehlt. Jemand wie Rory McIlroy kann nach unten schwingen und trotzdem den Ball in die Luft bekommen, aber er hat einen Wahnsinn Schwunggeschwindigkeit. Dann möchtest du schauen, dass du während des gesamten Schwunges eine ganz lockere Griffstärke hast. Warum ist das wichtig? Weil wir wollen, dass der Schaft wieder in die Ausgangsposition kommt. Wenn unsere Hände zu weit vorne sind, dann ist der Loft weg. Dann hätte ich minus Loft. So, damit der Schläger da wieder kommt, gucke ich, dass ich nicht fester halte. Genau das Gegenteil. Ich lasse den Schläger laufen. Dann möchtest du schauen, dass der Ball ordentlich vorne ist, gegenüber der linken Ferse. Und wo ist der Kopf? Mein Kopf ist auf jeden Fall hinter dem Ball. Und dann ist es entscheidend, dass vor allem beim Abschwingen, beim Start des Abschwunges, dass du den Kopf in der Position hältst. Ich rede jetzt nicht über einen steifen Kopf, sondern die Kopfposition hinter dem Ball. Das hat Vorteile, weil wenn ich den Kopf, ich mache es jetzt sehr langsam, hinter dem Ball halte, was passiert? Automatisch senke ich dann die Arme. Schau, was passiert, wenn ich meinen Kopf bewege. Dann kommt der Schläger oben und dann wird es steil. Ich werde wahrscheinlich auch den Ball slicen, aber der Eintreffwinkel wird wieder zu steil. Wir wollen diese Eintreffwinkel. Was mir sehr hilft, einen hohen Ballflug zu bekommen mit einem Draw, ist es beim Durchschwingen die Hände höher zu kriegen. So, ich schwinge leicht nach rechts und nach oben. So, beim Durchschwingen wirst du sehen, dass der Schläger so rauskommt und nicht da. Ich muss aber dazu sagen, das kann ich nur tun, wenn ich mich gut aufgewärmt habe und es, wenn es meinem Rücken gut geht. Und jetzt kommt es. Ja, du hast es erkannt. Ich habe ein schön langes Tee und ich habe den Ball bewusst höher aufgeteet,
als was ich normalerweise tue. Und das ist am Anfang nicht so einfach. Dann gibt es die Gefahr, dass wir den Ball ja oben treffen, so ein Skymark bekommen, was wir nicht wollen. Und man ist wirklich gezwungen, mehr nach oben zu schwingen, statt nach unten. Wenn du das kannst, wird das dir helfen, mehr von innen zu kommen und wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Eintreffwinkel flacher ist und nicht steil. Wenn du dieses gesamte Video angeschaut hast, vielen Dank. Bitte like das Video. Ich sage Tschüss aus Kapstadt.